vom Familienalbum aus einer Zeit in dem Jahr nach dem großen Arschuh-Konzert auf dem Kölner Globigplatz. Haben sich diese Arschuh-Bands nochmal zusammengefunden und haben beschlossen, wir machen jetzt ein Kinderalbum, Pants und Bands und Rock'n'Roll, und Pants heißt ja Kinder, für unsere Kinder. Und ich habe dann so die Chance gesehen, dass ich mich jetzt mal ordentlich bei meinen Söhnen einschleimen könnte, weil die waren zu der Zeit tierische Tote Hosen-Fans und beinharte Ramones-Fans. Und ja, hey, zum Beispiel, diese Leute. Zum Beispiel waren wir in Bonn beim Ramones-Konzert, wir waren Backstage, und ich habe dann den Tourleiter gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass die Jungen Autogramm kriegen könnten. Und da sagte er, wie Autogramm, wir meinen ein Foto. Und dann ist er mit denen in die Garderobe gegangen, das gab das Kommando, Lederjacken anziehen, Fototermin. Ja, und das ist das Foto, was dabei entstanden ist. Ist er nicht schön? Das einzige Blöde ist, dass ich nicht auf dem Foto bin. Aber okay. Hat jemand Geburtstag heute von euch? Ja. Echt? Ja. Hey, das Lied ist jetzt für dich, auf jeden Fall. Okay, das ist der Geburtstagsbogo. Und bei dem Geburtstagsbogo hat die Anne extra sich das rare Instrument drauf geschafft. Das sieht ein bisschen aus wie eine Ritterrüstung, aber es ist in Wirklichkeit ein Waschbrett. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Anne, du musst bei Gelegenheit nach vorne kommen und das zeigen. Ihr könnt das nicht sehen. Ja? Komm mal, ja, komm. Hey, Anne. Wenn ich wollte,